Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Worms Reloaded. Mit mir. Ja, genau. Und du darfst wieder dich amüsieren über mich, über wie ich wieder versemmle alles, was hier zu versemmeln ist. Und die Zuschauer können das auch. Ja. Ich weiß ja echt nicht. Oh. Das gibt schön Schaden. Ich weiß ja echt nicht. Es gibt ja echt Leute, die kriegen das locker hin oder so wahrscheinlich. Gibt bestimmt Leute, die sagen so, ach ja, erster Anlauf, ist ja klar, was man da machen muss. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht dran, dass es solche Leute gibt. Es gibt Leute, die sowas behaupten, aber ich glaube nicht, dass es diese Leute gibt. Ja. Bumm. Ja, jetzt klappt es immerhin auf Anhieb. Wenn ich das einmal raus habe, wie es funktioniert, geht das auch. Genau. Ich glaube, wir werden heute auch ziemlich sicher die Mission schaffen, weil so oft scheitern kann ich jetzt gar nicht mehr. Das stimmt. Obwohl du bist schon sehr, sehr oft gescheitert. Ja, aber ich war auch noch nie so weit wie jetzt. Also insofern, ne, ist das Ganze so schon auch. Kommst du da raus? Ja, ja, das geht. Das darf ich mir noch bisschen Freiraum gelassen. So, jetzt hier schön runterfallen ins Wasser. So, probieren was. Hier, ne? So. Ich könnte es auch beim nächsten Mal sonst oben probieren. Nein! Das Ding ist nicht mal offen. Nee, das ist leider das Problem. Sonst wäre das sehr schön gewesen. Meine Güte. So, Lenkrakete. Zack, bumm, wir kennen ja die Geschichte. Inzwischen schon, ja. Oh, noch ein Schaden für den Aufsetzer bekommen. Und dann fliegt noch ein bisschen Feuer rum. Oh, aber ich habe noch über 200. Ja, das ist doch was. Ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, wird sich zeigen. Weiß es nicht. Wahrscheinlich werde ich gleich im Wasser landen. Zack, so wie das Feuer gerade. Ja, genau. Also der böse Fallschirm will mir echt nur Böses. Bumm. Song. Und wir wollten noch nachgucken, ob man irgendwo bestellen kann, dass es sich hier automatisch öffnet, ne? Ja, also ich hatte nachgeguckt, Ich war dabei. Wegen dieser Mission, obwohl man ihn gar nicht braucht. Ja, ja, das stimmt. Ich kann ja mal irgendwann bei YouTube gucken, ob es da irgendwelche Lösungsvorschläge für die Mission gibt. Und dann, wenn da einer tatsächlich mit dem Fallschirm das Ganze löst, dann muss es ja irgendwie gehen. Ich muss ja was zugeben. Damals bei der 12, das war die vorletzte Folge, da war ich wirklich drauf und dran, wenn ich mein Handy rauszuholen und nachts gucken, über die Mission macht. Oh, scheiße, das war ja gar nichts. Echt? Ja, ich hatte es schon eingegeben und gesucht, in dem Moment findest du es selber raus. Mission 12, was waren da? Hier mit den Geysiren, da wo du dich da mit dem... Erstmal mit einem Doppelsprung hoch und dann in der Luft noch die Flammen raus. Ach, die Geschichte. Ah, ja, ja, okay, ja, stimmt. Oh, das wird schaden. So ungefähr 40 Minuten her? Ja. Nee, nicht mal. Nicht mal, ungefähr 20 Minuten. Nee, ein bisschen mehr ist es, glaube ich, schon, ja, oder? Nee, 20 Minuten letzte Folge. Ah, vielleicht auch 30. Ja. Auf jeden Fall keine 40 wäre ja Anfang unserer Aufnahme heute gewesen. Ja, das stimmt. Ah, wir haben ja leicht überzogen. Ja, das stimmt. Das war schon natürlich... Das war auch eine Mission. Das war echt... Aber na gut, ich habe jetzt zumindest rausgefunden, dass man auch in der Luft die Flammen ausmachen kann. Also man lernt immer wieder was Neues. Ja, auf jeden Fall. Und in so anderen Missionen kommst du ja auch nicht dazu, so mit so ein bisschen auszuprobieren. Das schaffst du ja nicht so. Das stimmt. So Try or Die kann man ja dann nicht machen. So. Kommen wir hier nochmal ein bisschen weiter. Zack. Diesmal baller ich wieder die Lenkrakete volle Kanone drauf, weil das funktioniert sonst nicht. So, hier, bitteschön. Und jetzt. Zack, bumm. So, wenn ich das nicht treffe, dann wäre es aber schon super schlecht von mir. Naja, deine Granatenfähigkeiten kennen wir.
Danke. Haha! Ja. Ich wusste, ich würde das schaffen. Irgendwann. Irgendwann. Yay, Mission 14 geschafft. Ja! Noch 6. Oh. Was? Der Fall verdammt. Du musst sofort explodieren, sonst kommt er. Was? 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 Was zur Hölle? Wie soll ich denn da hinkommen? Komm in die Gänge! Nein, nee, ich kann jetzt nicht in die Gänge kommen. In die Gänge kommen. Ich mache jetzt erstmal hier mit mir einen Blitzangriff, dann kriege ich ein bisschen Leben. Komm in die Gänge! Ich glaube, das ist was so gedacht. Ja. Dann muss ich mich hier auf jeden Fall irgendwie da rüber ballern. Mit Ninja-Seil. Nee, das Ninja-Seil brauche ich, um mich dann hochzuziehen wahrscheinlich. Schätze ich mal. Die Mine sollte ich nicht nehmen, die macht genau 45 Schaden. Der haut sonst ab. Guck mir gerade mal so einen Lösungsvorschlag zur Mission 14 an. Hm, und? Du hast es falsch gemacht. Wieso? Komm in die Gänge! Es ist wirklich so gedacht, dass du dich mit der Lenkrakete noch rüberschießt, aber du solltest es eigentlich auch mit einem Brenner durch diese Wand da schaffen. Ach, echt? Ja. Oh, okay. Aber ich meine, es hat ja auch so funktioniert, also alternative Lötungswege. So, gucken wir mal, das sollte reichen. Nein! Nein! Ach, so eine Scheiße. Was sollte das denn? Hallo? Bitte kommen, großer Vogel! Ist ja schon wieder Mobbing ohne Ende hier. Komm in die Gänge! Wie kann man so geärgert werden? Ja gut, also das Ganze ist eigentlich recht entspannt lösbar. Ich sehe nur gerade da unten, muss ich ja irgendwie wahrscheinlich mit dem Dynamit oder so mich durchballern. Na gut, aber das geht alles. Alles nicht so schwer. Und mit Ninja-Seilen, da bin ich ja zum Glück ein Profi. Ja, das stimmt, das konnte ich früher auch recht gut, aber ich habe dann ewig kein Worms mehr gespielt. Und ich weiß nämlich heute noch so gut wie damals. Das wird irgendwann noch hinhauen. Hallo? Bitte kommen, großer Vogel! Ja, wir probieren es nochmal mit dem Blitzangriff. Ich glaube, ich lege die Mine einfach auch mal ein bisschen anders. Nehme dann auch gerne in Kauf, dass ich dafür 5 Schaden kriege. Mehr, 5 Schaden mehr kriege. Solange ich nicht 45 kriege, reicht es ja. Greeting. Ach, der macht doch eh nichts da drüben. Bitte kommen, großer Vogel! So, legen wir die Mine mal hier hin. Laufe ich hier hin? Aha, so funktioniert's. Jetzt kommt er rüber. Jetzt haben wir 10 Leben noch. Na gut. Ja, jetzt komme ich auf jeden Fall hier schon mal rüber. Ach, der macht doch eh nichts da. Was will der denn? Da komme ich sogar so rüber. Ach, ist ja entspannt. So, jetzt kommen wieder die Geschichte. Hättest du da nicht eigentlich auch mit dem Fallschirm rübergekommen? Da drüben. Fallschirm? Wo? Theoretisch Doppelsprung und Fallschirm jetzt. Wo du die Mine benutzt hast. Ich glaube, dass du den Blitzangriff nachher noch brauchst. Nee, ich wüsste nicht wofür. Eigentlich. Und vor allem, die Sache ist ja auch. Entertainers, Fighting! Ich komme ja sonst hier nicht irgendwie wahrscheinlich. Also, beziehungsweise, ich wüsste nicht, wozu ich den Blitzangriff da drüben brauchen sollte. Und vor allem mit dem Fallschirm da drüben wäre auch. Alter, das ist aber auch. Man hat ja kaum Zeit. Man hat ja echt kaum Zeit. Nein! Scheiße! Siehst du, jetzt hättest du den Blitzangriff benutzen können. Ja, wofür nee, denn? Nee, hätte ich nicht. Das interessiert ja nicht. Das ist schon so gut. Ich muss nur schneller handeln mit dem. Ich muss schneller mit dem Ninja-Seil da rumschwingen. Das dauert aber versuch es doch hier mal wirklich mit dem Fallschirm. Das könnte bestimmt funktionieren. Meinst du? Ja, das sieht irgendwie so aus. Es hat mich nicht getroffen. Oder? Doch, doch. Doch, doch. Das schon. Kann ich, probiere ich dann beim nächsten Mal mal. Ein Salto machen und dann. Könnte funktionieren, weil es gibt momentan ja keinen Wind. Ja. Kann ich dann beim nächsten Mal gleich mal probieren.
Weil ich glaube... Ich glaube, das reicht nicht, oder? Nee, das reicht nicht. Na, du musst einen Doppelsprung machen. Ja, aber selbst dann haut es, glaube ich, nicht hin, weil ich dann nicht weit genug wegkomme von der Plattform. Oh doch, ich glaube, das reicht. Nee. Ich mach das erstmal, ich mach das lieber wieder mit der Mine, das ist auch lustiger. Na gut, mach wie du meinst. Weil es reicht ja auch, wenn ich mich da hochziehe zu dem, dann und dann brauche ich ja eigentlich auch nur den Baseballschläger. Ja, klar. Das heißt, es geht ja schon auf von den Waffen her. Einziges ja, Problem ist halt echt, dass ich so kurze Zugzeit habe. Das ist echt ein bisschen beschissen. Curse. Bitte kommen, großer Vogel. Das sind 20 Sekunden, da kann man echt, da drehst du durch. Da drehst du dann am Rad. Nein, nein, jetzt habe ich die Mine nicht ausgelöst. Ach, oh, Leute. Ja. Oh, nee. Und zwar kommt da bestimmt bald dran. So. Ja, jetzt muss ich darum nicht mehr sorgen, dass er das macht. Oh, das ist so ein schäbiger. So eine schäbige Aktion hier. Gibt's auch nicht. Komm in die Gänge! Der Blitz angerufen, Mann. Ja. Ja, das ist echt so eine Sache immer, ne? Greeting, Feigling! So, ja, Feigling, sehr gut, du Feigling. Curse! Bitte kommen, großer Vogel! Feigling! 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 Attacke! So. So, geschafft. Ha! Wunderbar. Ein Moment, ich bin gleich wieder da. Jo, okidoki. Ja, wir können uns hier schon mal in der Zeit weiter durchsprengen. Das Game Boy wieder da ist gleich. Auf jeden Fall, ich weiß ja nicht, ob ihr das so macht, aber schaut auch immer auf seinem Kanal vorbei. Das wäre durchaus sehr wichtig. Ups. Da bin ich auch schon wieder. Ach, da ist er auch schon wieder. Nein, verdammt, nein, verdammt, wieso hat er das Dynamit da eingelegt? Oh nee, scheiße. Jetzt wärst du mit der Mine da durchgekommen. Hm, ja. Ich frag mich viel eher, warum er Dynamit abgelegt hat. Sollte ja gar nicht. Ja, schön, ist alles voll in die Hose gegangen hier. Mann! Danke, weiß. Der Weg ist eigentlich ja gar nicht so schwer. Aber, naja. Wieder auch diese Blubberblasen aufsteigen, so zwischen diesen beiden Plattformen. Als wären da schon 5 Würmer abgesoffen. Ich kann mich natürlich auch mit dem Dynamit rüberspringen. So. Und bumm. Ha, geschafft. Knapp, aber geschafft. Und ich habe wieder noch 12 Leben, immerhin. Oh, du mit deinem Greeting, na, warum ist der überhaupt dran? Riddled. Tom Riddle. Nein, ich komme jetzt nicht in die Gänge. So. Haben wir das geschafft? Zack. Das können wir jetzt ablegen. Und dann wieder weg hier. Genau. Aber nicht zu weit. Wand auf. Ninja-Seil. Yay. Und dann mit dem Ninja-Seil. Tschum, tschum. Möglichst schnell durchschwingen. Das wird jetzt wieder eine haarige Sache in 20 Sekunden. Greeting. Das wird tricky. Aber ich gebe mein Bestes. So. Zack. Schwingen. Und. Komm in die Gänge! Scheiße. Ja, nicht ja, ne? Try again! Ich hab ein bisschen zu viel versucht. Oh Mann, ey. Komm in die Gänge! Das ist so ätzend, dass man dann immer den ganzen Anfang normal machen muss. So ein Zwischenspeicher, das wäre echt super. Aber gibt's ja nicht. Leider. So ein Ärger. Greeting. Greeting. Ja, greeting. Ich greete dich auch gleich. Und, dass meine Maus immer auf dem Bildschirm hier rauskommt, das ist auch doof. Will ich nicht. So. Zack. Na? Na? Gut. Wollte schon sagen. Fang an zu blinken.
Jetzt habe ich natürlich auch diesmal richtig viel Schaden gekriegt dadurch. Naja, aber ich meine, du kriegst ja sonst irgendwo Schaden, oder? Ja, ja, stimmt. Höchstens, wenn ich zu nah am Dynamit dran bin. Wieso hat der eigentlich auch die Glühbirne auf dem Kopf? Die habe ich doch auch. Ach nee, die habe ich gar nicht. Wieso habe ich die Glühbirne? Nein, du hast die Krone. Oh, ich hatte mir irgendwann mal eine Glühbirne gemacht. Komm in die Gänge! Weiß ich nicht. Hm. Na egal. So, Dynamit! Oh, da habe ich wieder auch einen Schaden gekriegt. Was? 7? Wieso 7? Am I to believe this? Was ist gerade passiert? Ich hatte irgendwie Standbild und sehe es wieder. Ich habe nur noch gesehen, dass er sich hochgesprengt hat. Ja, ich habe mich mit dem Dynamit umgebracht. Also, ich war irgendwie anscheinend doch noch einen Tick zu nah am Dynamit dran, habe genau 7 Schaden gekriegt. Ja, und 7 minus 7 macht leider 0. Ach, war. Das ist mir neu. Ja, ist leider so. So ein Ärger. Menno. Hey, Curses. So, hier die Minen knallen. So, und zack. Och nö, ey. Das ist doch nicht wahr. Jetzt scheitere ich schon wieder hier vorne. Ich komme noch nicht mal zu diesem Ninja-Seil schwingen. Komm in die Gänge. Krabum. Ey, was ist denn jetzt los? Bild. Ah, jetzt. Jetzt geht's wieder. Das Bild gerade rumgealbert. Ja. Die Mission ist sowas, eigentlich müsste man sowas echt offscreen machen. So sich irgendwie durchtasten bis zum Ende der Mission. Ah. Nein, 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 nein. Warum? Aber egal, die letzten 3 Minuten dieser Folge können wir das auch noch machen hier. Hallo, bitte kommen, großer Vogel. Da glaube danach brauche ich auch erstmal wieder eine Pause. Ah, nee. Ein Päuschen in Ehren kann niemand verwehren. A greeting. Ja, du greetest. Wieso greetet der sich immer? Bitte kommen, großer Vogel! So, jetzt nochmal ein bisschen näher hier ran. Attacke! Knapp! Ganz knapp! Mhm. Na, hoffentlich, Hauptsache wir leben noch. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Bitte kommen, großer Vogel! So, zack, einmal hier hüpfen und dann hier runter. Komm in die Gänge! Einmal Dynamit hier hin. Lauf, JP, lauf! Ah, das sieht doch gut aus. Ja, das ist ein vernünftiges Loch. Ja, da kann ich jetzt. Der sollte JP reinpassen. Das ist falsch. Das klang so falsch. Komm in die Gänge! Ja. Oh, ich komm noch in die Gänge. Nein! Nein! Am I to believe this? Ach, die Zeit ist rum, so ein Ärger. Mist. Oh, 5 Missionen. 6 Missionen sind noch vor uns. Scheiße. Ja, naja. Naja, mal sehen. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal ja, ne? Wir schaffen immer so eine Mission pro Folge etwa, maximal. Das ja. Heißt, wir sind jetzt noch 6 Folgen im Rätselpack. Ja, so ungefähr, ne? Och, Mann, es geht doch echt nicht. Naja, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal irgendwie wieder, hoffentlich, falls ihr noch Lust auf diese blöde Mission habt. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.